Die Aufzeichnung scheint jetzt zu beginnen. Aufzeichnung beginnt. Okay, das ist mein Bild. Und jetzt zeichne mal auf. Und jetzt möchte ich das auch ganz, ganz klein machen, denn ich weiß, dann kann ich Vollbildschirm nehmen, dass ich sowieso sichtbar bin. Bildschirm ist geteilt. Hallo erstmal. So. Soweit ich weiß, kann ich verschwinden. Ich probiere es einfach mal, aber man sieht mich leider mal nicht. Ich muss ja nicht immer sichtbar sein, aber soweit ich weiß, bin ich dann doppelt drauf. Und das möchte ich nicht. Hallo erstmal. Schönen Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag ist es bei mir. Ich habe mir den Text vorgenommen. Von Cäsar, ihr habt ihn auf nach meiner Erinnerung von Mercatoribus bis Arbitranto. Ich werde sowieso in dem Video komplett den Text 4, 2 bis 3 durchbesprechen. Und ich gebe euch den Tipp, wenn ihr euch die Videos ansieht, dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel sicher seid, dass er den und den Satz hat, dann klickt halt genau da an die Stelle hin, wo ihr meint, eine Erklärung zu bedürfen. Dann ist es für euch leichter, als wenn ihr jetzt, bin jetzt bei 10, ich denke, ich brauche diesmal 30 Minuten, weil ja der Text wunderschön ist, aber auch nicht leicht zu verstehen ist. Also ohne meine Hilfe wird es sehr, sehr schwer werden. Oder ohne überhaupt Hilfe. Vielleicht nimmt jemand, was weiß ich, eine Übersetzung. Oder was auch immer. Auf jeden Fall ist dies eine Hilfe, den Text besser zu verstehen. Es ist halt Sprachkunst. Und die Sprachkunst stirbt dabei uns aus. Im Gegenteil, wir verhunzen die deutsche Sprache immer mehr. Ich zeige euch mal was. Dieser Kann-Slogan, dass man immer wieder mit diesem fehlerhaften Kann arbeitet. Also man verbindet Kann in der Werbung immer mit einem Substantiv. Das geht aber doch gar nicht. Im Deutschen wird können immer mit einem Infinitiv eines Verbes konstruiert. Ich kann singen. Ich kann spielen. Ich kann Latein sprechen. Aber wir können Klartext ist völliger Quatsch. Wir können Klartext. Wir können Klartext reden. Und das vom Bayerischen Philologenverband. Das muss man sich mal vorstellen. Vom Bayerischen Philologenverband. Ah, ja. Die Kinder, die wir kriegen von der Grundschule, sind der deutschen Sprache überhaupt nicht mehr nicht mächtig. Die schreiben zusammenhanglos mit schwersten Grammatikfehlern. Und wenn wir doch im Kleinen nicht beginnen, ihnen Deutsch beizubringen, wie soll es denn dann überhaupt werden? Das nervt mich. Das nervt mich. Entschuldigung. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber soll euch motivieren, euch mit der deutschen Sprache zu befassen. Es gibt natürlich so schlaue Germanisten an den Unis, die meinen, ja, die Sprache ist ja Veränderungen unterworfen. Natürlich, aber muss es denn sein, dass die Grammatik missbraucht wird? Ja, muss das denn das in der Werbung sein? Da hat es einmal eine gewisse Verona Feldbusch, jetzt heißt sie Bo, das ist die, die immer uns weismachen will, dass sie rein mit Zier und jung bleibt, dabei lässt sie sich aufspritzen, das geht gar nicht. Ja, sieht aus, hat eine Maskensicht, das ist ja so, wenn die sich da ständig da rumschnippeln lassen, da spannt sich die Haut dann so, dass man keine Mimik mehr sieht. Sehen also aus wie so Faschingsmasken in irgendeiner Form. Meistens riesen Nasenlöcher, weil da nehmen sie auch was weg. Die sehen also, die Nasenlöcher müssen wir aufpassen, die sehen oft aus wie Nilpferde. Okay, oh Gott. Ja, also klar. Na, und die hat einmal gesagt, da werden sie geholfen. Grammatischer Fehler, da werden sie geholfen. Verwende die Telekom heutzutage immer noch für den Slogan, da werden Sie geholfen bei der Auskunft. Ja, wenn man die Auskunft will, da, also wie kann man das machen? Helfen kann man nicht umkonstruieren. Das ist kein transitives Verb. Ich kann es nicht mit Akkusativ konstruieren. Da werden Sie unterstützt, wäre möglich. Da werden Sie unterstützt. Denn ich unterstütze dich steht mit Akkusativ. Ich helfe dir, steht mit Dativ. Das ist ein intransitives Verb. Das ist nicht ins Passiv verdrehbar. Auch das ist nur nebenbei. Alles klar. Gut, 3 Minuten Einstimmung. Jetzt.
Fangen wir an. Wir hatten, und ich nehme jetzt mal wirklich weg, weil ich habe gehört, oh, jetzt gehe ich wieder drauf, ich will weg. Mann! Ja, dass ich also eigentlich sowieso zu sehen bin und muss nicht hier sichtbar sein. Darum nehme ich ihn jetzt einfach mal weg, teste es dann mal aus. Okay, also. Wir beginnen mit folgendem. Das ist die andere Seite noch. Atque in eam se consuetudinem adduxerunt ut locis frigidissime. Druckfehler vom Dienst. Idisinis neque vestidus habere praeter pellis. Haberent folgt hier drüben dann. Du, das ist der erste Satz. Ich sagte, wir müssen uns heute gedulden. Es dauert etwas. Dafür werden wir auch die ganze Woche uns mit den Texten befassen. Und adduxerum, das habe ich in der letzten Stunde angegeben, Sie haben in diese Gewohnheit sich hingezogen. In Deutsch einfach, Sie haben sich daran gewöhnt. Sie haben diese Gewohnheit angenommen. So, jetzt geht's weiter. Dass Sie weg. Dass sie und jetzt müssen wir zusammennehmen, wie da hinten. Neque quicquam ist hier schon mal angegeben. Neque quicquam. Nicht irgendetwas oder nichts. Nichts Präter, nichts an vestitus. Hier ist vestitus Genitiv Singular. Nichts an Kleidung außer, und das sind nicht Pelze, sondern Felle. Das sie hatten, wo auch an den frigidissimis locis. Frigo, il Frigo, der Kühlschrank, an den, also Superlativ, Adjektiv hier, an den frigidissimis locis. Neque vestidus habere. Außer Fälle. Und das Quarum hier, das bezieht sich auf die Fälle. Wegen, wir müssen so beginnen, wegen Quarum ex iguitatem. Ex iduitas dürfte angegeben sein im Kommentar Knappheit. Geringe Größe. Ja, Knappheit, geringe Größe. Machen wir es gleich mal größer. Wir brauchen ihn noch öfter, den Kommentarius. Also Knappheit, geringe Größe. Wegen deren geringen Größe oder wegen deren Knappheit. Ja, das muss größer sein, das weiß ich. Dann ziehen wir es halt rüber. Wegen deren Knappheit, also Knappheit der Pelze, ein magna pars Genitiv Singular Corporis aperta est. Ja, man muss immer nur ordnen, wie bei der Dichtung, man muss ordnen. Na gut, Dichtung hat man noch nicht, kommt aber. Man muss ordnen. Wegen deren Exuitatem der magna pars des Corporis aperta est. Und
Die haben sich auch daran gewöhnt, ist da nochmal abhängen und sich in Fluminibus, und jetzt dürfte klar sein, was Labari heißt, sich überlegt mal, was macht man in Flüssen, wenn man Kabarewanne hat? Nicht nur baden, sondern wenn man also jeglicher Hygienemaßnahmen unkundig ist, sich waschen und sich in den Flüssen und auch im Winter, wenn es kalt ist, wenn es gefroren ist, geht es nicht mehr zu waschen. Okay, jetzt zum neuen Text. Und ich bin hier immer irgendwie etwas unsicher. Bin ich jetzt sichtbar, bin ich nicht sichtbar? Ich nehme jetzt wieder mal ein kleines bisschen rauf. Denn ich sehe mich dann nicht und ich habe gemerkt, nein, das sehe ich dann. Also jetzt lasse ich mich mal kurz da, dann nehme ich mich wieder weg. Dann sehe ich dann, was dabei rauskommt. Gut, jetzt. Wichtiger Punkt. Mercatoribus est aditus. Ihr erinnert euch, mihi est pecunia. Ich habe Geld. Anstelle von mihi stehen die Mercatoribus ad ihre Zugang. Und bevor wir jetzt weitermachen, schauen wir uns ein paar wichtige Vokabeln an, die uns jetzt begegnen werden. Ich gehe mal erst auf Kapitel 2 ein. Ich mache heute 2 und 3 gleich, aber 2 ist er zunächst als Hausaufgabe auf. 3 wird auf sein. Ich mache es nur an einem Block, damit ich nicht wieder anfangen muss zu drehen und dann wieder neu zu laden, hochzuladen auf YouTube. Mache ich jetzt in einem Zug und wenn wir dann 3 haben, dann geht er einfach im Film auf die Stelle. Aber was soll ich das euch erzählen? Ihr seid ja da digital aufgewachsen. Das ist Eulen nach Athen tragen, um euch da solche Tipps zu geben. Okay. Also, erstes wichtiges Wort steht hier. Nasci, Nator, Natus, und da kommt die Nation her. Die Nation, national, geboren bin, wo ich geboren bin, Nation, Heimat, Nation. Nata. Und das ist etwas Natürliches übrigens, dass man dort, wo man Natus ist, eigentlich sich hingezogen fühlt. Also bei mir ist es die Stadt Nürnberg, weil ich dort geboren und aufgewachsen bin. Und im weiteren Sinne ist es dann natürlich so, dass man ja eigentlich eine Verbundenheit zum eigenen Volk haben sollte oder zur Nation. Und bei uns gibt es ja einen Vize-Bundeskanzler, der Vaterlandsliebe zum Kotzen findet. Das lasse ich einfach mal unkommentiert stehen. Es muss ja nicht Liebe zum Vaterland sein, sondern Akzeptanz. Okay. Ja, machen wir weiter. Ich darf nicht politisch werden. Wird es aber gern. So. Also, nächstes Wort. Also, Nata hier, das bezieht sich auf die, denke ich, auf die Pferdchen. Ja. Die Pferdchen, das sind die Jumentis hier. Jumentum ist der Nominativ Singular. Jumentum, das Pferd. Jumenta, die Pferde. Deshalb haben wir hier in dem Bereich es damit zu tun, dass wir hier mit die Pferde als Heck haben und Quä. Aber diese Pferde. Und das nächste ist Vendere, Vendere, Vendo, Vendi, die Venditum verkaufen. Also, das sind diese Mercatoribus, die Händler haben, denen sie wenden. Also, das wird dann oben noch kommen. Sie wollen lieber ihr Zeug, das sie, Bello Keeperin, verkaufen, als etwas von Händlern kaufen. Unsere Vorfahren. Als nächstes uti, utor, usus, somit Ablativ benutzen, verwenden. Das taucht hier auf und wird auch problematisch, wenn man es nicht weiß und erklärt. Denn hier steht ja non utuntur, sie benutzen nicht mit Ablativ. Und da steht Jumenti, sie benutzen nicht einmal, ja sogar oder ja nicht einmal Jumentis. Importatis.
Wir kennen Import-Export, hier sagen wir eingeführte Importare hineinführen, also eingeführte Pferde benutzen die Germani nicht. Sondern, und das klären wir dann, wenn ich den Text genau erkläre, aber so habt ihr jetzt mal erstmal einen kleinen Einblick. Dann ist wichtig, assuefacere, remanere, assuefacere an sich gewöhnen an, sich oder und hier auch jemand daran gewöhnen zu bleiben. Rimanere in Italiano si dice rimanere, bleiben. Rimango, rimani, rimane, rimangiamo, rimanete, rimango. Das war die Konjugation von rimanere in Italiano. Rimanere, genau das gleiche bleiben. Ihr wisst, ich bin ein Verfechter der These, dass es überaus sinnvoll ist, Latein zu verwenden beim Erlernen der italienischen Sprache. Und zum Beispiel beim PPB Mansum, das heißt Bastum in Italiano, Rimasto, ich bin geblieben, sono rimasto. Zum Rimansum, Rimansus wäre das in Deutsch. Also es hängt so sehr zusammen. Aber gut, ich darf nicht abschweifen, hier kleiner Ausflug ins Italienische. Dann, wichtiges Wort, Vestigium. Ich habe als Schüler gern Fußsohle, jetzt nehme ich mich wieder mal weg. Fußsohle, Fußstapfe, Spur, Standort. Es gibt ja die Journalisten, die etwas aufspüren. Das sind die Investigativjournalisten. Aber das passt hier nicht. Überlegt mal, was hier passt. Von denen. Eodem vestigio zu rimanere. Da geht es um die Pferde, die sollen da bleiben. Die sollen stehen bleiben, wenn sie absteigen zum Fighten. Bleiben die Pferde einfach stehen. Die bleiben eodem wo an eodem vestigio. Gut, dann als wichtiges Wort noch sere also sere kippere, sich zurückziehen. Und dann noch einmal dieses neque quicquam. Neque quicquam. Und auseinander, also als Hyperbaton steht es hier, neque quicquam und nicht irgendetwas. Gut, die drei erkläre ich, wenn ich mit drei beginne, jetzt aber zum Text. Noch einmal. Das dürfte jetzt klar sein. Ein Dativ des Besitzes. Und jetzt muss man hier wissen, wie man das übersetzt, steht auch im Kommentar. Magis quam mehr als. Und hier übersetzen wir einfach, dort wo es sehr, sehr schwer wird, da setze ich einfach oder gebe ich das Deutsche vor, mehr deshalb, damit sie gut. Und hier können wir einsetzen, denken, ea. Damit sie etwas habeant, damit sie etwas haben oder noch besser, damit sie das quae bello caperint. Bello, also capere, capere, quibus vendant. Noch einmal zur Erklärung. Damit Sie, hier müssten wir jetzt stellvertretend einsetzen, welche haben. Damit Sie Leute haben. Also die Mercatores haben, Aditus, mehr deshalb, damit Sie habeant, Leute habeant, ut. Habeant, damit sie welche haben, und jetzt müssen wir hier weitermachen, denen sie wendant, was sie, denen sie ea wendant, ea, was sie in bello caperent. Kriegsbeute also. Mehr deshalb als deshalb.
Desiderend, hier können wir übersetzen, weil, wir machen hier weiter mit weil, das gebe ich einfach vor, weil sie sich desideren, sich danach sehnen, das Ulam Rem AC Importari. Das ist die Begründung. Mehr deshalb hier der Zweck, damit sie welche haben. Zweitens, als deshalb, kausal geht es weiter, weil sie sich danach sehnten, das Ulam Rem zu ihnen importari. Hier wieder das gefährliche I. Also jetzt nehme ich es wieder mal hoch. Ich sehe dann den Unterschied. Dann als sie danach sehnen, dass etwas zu ihnen importari wird. Laudari gelobt werden. Importari eingeführt werden, eingeführt wird hier. ACI abhängig von desiderend, Akkusativ ulam rem, Infinitiv Präsens, Passiv importari. So, jetzt geht's weiter. Quin etiam, Jumentis. Quibus maxime galli delectantur, quaeque impenso parant precio. Germani importatis non utuntur, sed quae sunt apud eos nata, parva atque deformia, haec quotidiana exercitatione, summi sint laboris efficiunt. Wieder ein wunderschöner Satz. Wir müssen ihn nur zerlegen und verstehen. Fangen wir an. Ich bin nicht so weit drüben, bin ich so viel wie ich gar nicht machen. Das reicht mir. Allora. Ja, sogar. Oder ja, nicht einmal. Ja, sogar. Non utuntur. Ja, sogar. Oder besser hier, nicht einmal. Jumentis, habe ich eben erklärt. Jumentis. Und jetzt machen wir ja auch den Einschub. Quibus. Quibus. Ablativ, Plural. Quibus. Wer oder was? Die Gallier, also die Nachbarn, die Galli. Delectantur maxime. Also offensichtlich sind die Gallier, das ist jetzt Erklärung, die Gallier offensichtlich, die freuen sich daran, dass sie aus irgendwelchen Ländern Pferde importieren. Ich nehme an, aus Spanien vielleicht. Einführen. Ja? Und die Delectantur. An Pferden, an denen, an eingeführten, eingeführten Pferden, an denen sich die Galli maxime delectantur oder maxime delectantur, wäre das die Galli. Und die sie, nämlich die Gallier, das ist jetzt klar und dürfte im Kommentar stehen. Um einen hohen Preis kaufen. Die sie um einen hohen Preis kaufen. Non utuntur, wer oder was die Germani? Sondern haec. Das muss man wieder vorziehen, etwas kompliziert. Haec. Diese, nämlich die Pferdchen, die bei Appus und Nata. Jetzt sind sie beschrieben, die Pferde, also immer Neutrum Plural, habe ich gesagt, Jumentum, das Pferd, Parva atque deformia, dürfte noch angegeben sein, deformia, hässlich, klein und hässlich. Parva atque deformia.
So, dann haben wir dieses Efficient schon mal mit doppeltem Akkusativ gehabt. Diese machen Sie oder bringen Sie, würde ich hier sagen, diese, die Babut Parva et Defamer haben wir schon gehabt, durch quotidiane Exercitatione bringen Sie dazu, und jetzt folgt im Kommentarius die Erklärung, fähig sein, höchste fähig sein. Aber manchmal läuft es halt nicht. Höchste Anstrengung zu ertragen. Fähig sein, hier höchste Anstrengungen zu ertragen. Ich frage mich, warum ich jetzt das da nicht rüber schieben kann. Ich weiß es nicht. Jetzt sehe ich es, weil ich das nicht komplett aufgemacht habe. Okay, es sind halt noch die kleinen Schwächen im Umgang mit dem P. Ich finde bitte um Nachsicht. Fähig sind, größte Anstrengungen zu ertragen. Ich denke, jetzt erst ist der Satz klar geworden. Dann geht's weiter. Es wird konkreter in Pferdeschlachtner. Desiliere dürfte klar sein. Desiliere ist es angegeben. Ja, desiliere eigentlich. Jetzt gebe ich selber herabspringen. Es war in den Vokabeln. In meinen Vokabeln ist in jedem Fall dran. Herabspringen. Saliere springen. Desiliere herabspringen. In Pferdeschlachten ex equis desilium. Das dürfte jetzt klar sein. Säpe und cipriolari ist in dem Vokabelteil von mir. Brilliari zu mit Pedibus, pedis masculinus ist klar, Pedal per pedis, sie kämpfen zu Pedibus und sie gewöhnen jetzt die Pferde, jetzt nicht mehr Jumentum, Variatio im Ausdruck, jetzt die Pferde gewöhnen sie zu rimanere, wo getrennt hier eodem vestigio rimanere. Ad quos, nämlich zu diesen Equos, sich recipiunt, celeriter, cum usus est, dürfte angegeben sein, wenn es nötig ist. Apriliare haben wir hier kämpfen, wenn es nötig ist. Ephippium der Sattel merken wir uns gleich. Weiter geht's. Der Satz geht weiter mit Neque. Hier dürfte ein Strichpunkt gewesen sein. Der Text ist häufig gebraucht. Und Neque quicquam. Hier kommt jetzt dieses Neque quicquam und nicht irgendwas und nichts. Habitur. Prädikat habitur. Er sie es wird gehalten. Subjekt Neque quicquam. Das ist das Subjekt. Und nichts wird. Für Turpius und Inertius, Turpis Turpe, hässlich. Inertius, ungeschickt, kunstlos, Ars die Kunst. Und nichts wird nach deren Moribus, nach deren Moribus, hier nehmen wir natürlich nicht Charakter, sondern das andere, nach deren Moribus für Turpius, komparativ, passend zu Neque quicquam und nichts, oder Inertius habeo als Ephippi ist die Sättel, hier auch im Ablativ Plural, weil uti, utor, usus, sum mit Ablativ steht. Sättel zu uti. Deshalb. Wir gehen gleich zum Prädikat audent. Also es sind kühne Leute, deshalb audent. Quam vis pauci ist angegeben, dürfte heißen, wenn sie auch noch so wenige sind, selbst wenn sie noch so wenige sind.
Und wenn es auch eine noch so große Anzahl ist, oder besser jede beliebige Anzahl an unbesattelten, an besattelten, sorry, an besattelten Rittern oder Reitern, das muss man angeben, deshalb audent zu audiere. Auch wenn sie pauki sind, noch so pauki sind, noch so wenige sind. Quam bis pauki. Jede beliebige Numerum, quam bis jede beliebige Numerum an effibiatorum, equitum, wagen Sie, hier nehmen wir das Aggressive, nicht herangehen, sondern wie aggredior, also aggressor sum, angreifen. Ja. Okay, jetzt plötzlicher Themenwechsel, erstaunlich, aber es geht um Vinum, um Wein. Also hier werden wir jetzt von dem zweiten Satz an mit den Pferden beschäftigt war vom Kapitel 2, fängt er jetzt mit Wein an. Das ist komisch, aber wie auch immer, Wein war ja bei den Römern wichtig, aber nicht so sehr um Wein, sondern doch bei manchen ja schon. Aber wie ich euch vielleicht schon erklärt habe, es galt auch als Geschmacksverstärker. Die hatten ja nur Wasser, die haben kein Mineralwasser gehabt, die haben kein Fanta Cola, Fanta Sprite, was weiß ich, Bionade, Orangensaft und so. Ich glaube, Säfte kannten sie vielleicht im Entferntesten, aber eben das Wasser, wie wir Mineralwasser vielleicht manchmal etwas aufpeppen mit Zitrone, das wurde mit Wein um ein bisschen aufgewertet, sodass Wein als Geschmacksverstärker galt. Aber bei den Germanen war Wein gar nichts. Ja. Vinum ac non sinum. Sinere habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, ich gehe davon aus, dass er das noch kennt. Sinere sino si visitum, lassen zulassen. Hier nicht zulassen, davon abhängig ein ACI, Vinum, das Vinum AC importari, wie der importari, hatten wir oben schon mal, passiv eingeführt wird. Omnino beziehen auf Nun ziehen und dulden sie überhaupt nicht, lassen sie überhaupt nicht zu. Weil, jetzt wieder was Wichtiges, weil sie arbitrantur. Ihr seht, man muss ganz häufig an Satzende. Weil sie arbitrando meinen Glauben, dass ACI die Menschen, homines, zwischen remolescere, was zusammengehört als Handy hat, und effeminari, remolescere und effeminari, da steckt einmal drin mollis molle von der Musik, die weichen Töne, mollis, durus hart, mollis weich. Verweichlich und effeminal steckt leider Gottes drin, das Femi verweiblichen, also das Wortspiel wäre verweichlichen und verweiblichen im Deutschen, ist aber heutzutage aufgrund, ist auch in Ordnung so, aufgrund der Gleichberechtigung der Emanzipation zwischen von der Frau, ist das also nicht mehr so schön angesehen, effeminal, dass man es gleich rausstreicht, würde ich nicht machen, aber halt erklären. Es heißt einfach total verweichlichen. Aber nicht alle Frauen sind Weicheier. Sieht, er meint hier, dass man es eben so sieht, dass durch Weinsaufen alles abschlafft, verweichlicht. Also, sie meinen, weil sie meinen, dass Eare durch diese Sache, nämlich durch diesen Vinum, durch diese Sache, die Menschen total, Hendiarion, total verweichlichen für um laborem ferendum. Das war Text 3. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen helfen. Ich weiß, dass der schwer ist. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Umso mehr müssen wir versuchen, das zu packen. Ja, wir sind ja Sprachkünstler. Gut. Dann mache ich hier einen Abschnitt. Ich nehme jetzt an, ich schaue mal, wo ich gerade zeitlich bin. Bei 42, also mit 43 beginnt der Abschnitt 3. Dort haben wir folgende Vokabeln: Attingere, Attingo, Atigi, Attactus. Hier angrenzen, an, aber auch angreifen. Attacke kommt daher von Tangere, Tango, Tedigi, Taktum, berühren. Das kennt er schon, ne? Berühren. Also jetzt
kennt ihr den Tanz Tango, wo jetzt quasi ein Männlein, ein Weiblein quasi so tanzen, da berühren sie sich. Ja, also, wie geht ein Tango? Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? Also, und dann tanzen die halt so und in so eleganten Schritten. Und es ist immer, das Männlein berührt quasi ganz sachte die am Knie, möglicherweise am Knie, ein bisschen darüber. Die Frau, und drum heißt dieser Tanz Tango. Berühren. Gibt es noch mehr Wörter? Tangente. Eine Straße, die um die Stadt herum für die Stadt quasi am Rand berührt. Gibt es die Nordwesttangente Nürnberg, dann gibt es in Italia, in Napoli, die Tangentiale. Und dann gibt es noch in der Mathematik die Tangente, die, soweit ich mich erinnere, quasi an einen Kreis entlang gezogen wird und den Kreis berührt. Jetzt kein Mist. Ja gut, wenn die Mathematiker nicht mal in der Lage sind, hier Lehrvideos zu drehen, dann darf ich hier auch möglicherweise einen kleinen Schmarrn erzählen. So. Also tangere, titigi, taktum, berühren und dann noch experire, experio, expertus, sum, erfahren, erproben. Da hier kommt, probieren, versuchen, kommt das Experiment in Italiano, der Experte, der Erprobte. Und jetzt schauen wir mal, warum ich habe ich die überhaupt erklärt. Attingunt, sie grenzen an den Renum. Und experiri, sie sind erprobt. Die Suebi, Komma, die in multis pellis in oft erprobt, erfahren, erprobt sind. In vielen, die oft durch viele Kriege oft erprobt sind. Wie genau sehen wir dann? Hier auf jeden Fall, obwohl, weil Tamming kommt, obwohl die Schwaben, Komma, die. Obwohl die Schwaben diese. Hos, Akkusativ, Plural am Anfang. Wie blöd. Aber jetzt haben wir es gleich. Hos, diese. Weil die Schwaben diese. Obwohl diese die Schwaben, müssen wir hier sagen. Obwohl diese die Schwaben. Akkusativ, diese die Schwaben, Komma, die. In multis bellis oft erprobt waren. Und wie das war, nee, den letzten mache ich jetzt fertig. Wegen der Größe, der Weite und der Größe des Staates nicht expellere aus ihren Finibus hatten können, haben sie sie tammen, und da steht es hier im Kommentarius, haben sie sich tammen. Tammen, da war ich schon richtig, sorry. Haben Sie diese Sie sich tammen? Trotzdem. Trotzdem tributpflichtig gemacht. Haben Sie diese trotzdem tributpflichtig gemacht? Und zwar. Haben sie sich trotzdem tributpflichtig gemacht und um vieles, da würde ich das machen stehen lassen, einfach Redigere nicht mehr nochmal wiederholen, das heißt auch machen, und sie um vieles humilior infirmiorisque gemacht, weil hier Redigere auch steht mit machen, mit doppeltem Akkusativ. Redigere machen, also wir brauchen das zweimal, das machen. Das hier in verschiedenen Vokabeln ausgedrückt ist, nicht nochmal wiederholen. Sie haben sie sich steuerpflichtig, tributpflichtig gemacht und um vieles humiliores und infirmiores. Das war der letzte Satz, jetzt fangen wir an. Wir sind bei den Germanen allgemein. Für den Staat. Putant. Das ist, und jetzt kommt ein ACI, das ist größtes Lautes sei. Und hier müssen wir jetzt weitermachen mit, nicht mit das, sondern wenn.
Denn vacare, hier nehmen wir nicht frei sein von, sondern brach liegen, unbebaut sind, wenn möglichst weit weg von ihrer Grenze. Finis im Plural, Grenze. Gebiet von ihren Grenzen, wenn möglichst weit von ihren Grenzen die Agros brach liegen. Das halten sie für höchst, aber auch wegen umformuliert, höchst ruhmvoll, höchst ehrenwert. Sie glauben, dass es das höchste Lob einbringe und so weiter. Und jetzt kommt eine indirekte Rede, kennen wir schon von Nepos. Wir übersetzen einfach, wie wenn da stünde, es steht fest, dass, und bleiben im Konjunktiv Präsens im Deutschen, durch diese Re werde gekennzeichnet, durch diese Re werde aufgezeichnet, Significare, jetzt der ACI, dass eine Magnum Numerum Genitiv Plural von Civitatum ihre Vem non sustinere potu isse. Achtung, Infinitiv Perfekt, non sustinere potu isse. So, jetzt machen wir es mal wieder hin. Das wird jetzt mal gespannt. Deshalb NCI sagt man sollen, wie man sagt. Sagt man das auf der Una ex parte suebis ungefähr. Milia passum sescenta bringt selber raus. 600 Meilen ist es übersetzt, was eine Meile ist, also 1,5. 600 Meilen. Die Agri vacare, brach liegen. Man sagt, dass die Agri brach liegen. Ad alteram partem succedunt, rücken heran die Ubier. Also, die haben beide gemeinsame Grenzen. Und die soeben haben eben dafür gesorgt, dass von ihren Grenzen weite Teile des Ackerlands brach liegen. Sie sollen brach liegen. Vacare frei sein von ihnen im brach liegen. Ad altera parent succedunt, wer oder was die ubi? So, dann geht's weiter. Wieder Genitiv Plural. Quorum civitas ampla atque florens. Angegeben ut est Für germanische Begriffe. Also, für germanische Begriffe die Ubier zu Kedun und anderen Parten. Quorum deren Civitas, so ordnen wir, deren Civitas ampla atque florens fuit und est captus germanorum, zumindest für germanische Sitten. Und sie sind Paulo, um ein kleines bisschen, drum haust der Paul das Kleinchen, sie sind um ein kleines bisschen humanioris, als wer oder was, als die Keteri derselben Art. Als die Keteri derselben Art. Die Begründung deshalb, weil sie, das haben wir gerade gehabt, ad renum attingunt und häufig kommen ad eos, nicht zu diesen Kaufen, sondern ad eos, das ist zu trennen, zu ihnen, wer oder was, mercatoris häufig, wenn die dann, und sie ipsi, sie selber, wegen
der Rubrik-Quittanz, das dürfte angegeben sein. Alles, was ich unterstrichen habe, ist eigentlich immer angegeben. Wegen der Nachbarschaft, richtig. Bleistiftstrich ist angegeben wegen der Nachbarschaft. Also ich erkläre ganz stolz, dass dieser Text aus meiner Referendariatszeit ist. Jetzt wisst ihr in etwa mein Alter. Und da wisst ihr, wie alt das schon ist, aber immer noch gut. Nicht, was alt ist, ist gleich schlecht. Ating und deswegen, weil sie also an den Rhein adringen und fiel die zu ihnen, die Markatoris, wenn die dann, und sie selbst wegen der Nachbarschaft, haben wir eben gesehen, das ist auch angegeben im Kommentarius, asue facti gewohnt sind, we an was? An die Moribus Gallicis, an die gallischen Moribus. Und den letzten Satz, den habe ich ja schon erklärt, sodass ich nun letztendlich fertig bin. Und jetzt hole ich mich noch mal ein bisschen größer her und sehe, uiuiui, ja, 10 Minuten waren vorher weg, für eine Stunde, 44 Minuten, aber das habe ich gedacht. Das habe ich gedacht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich habe einigermaßen Cäsar erklärt. Ciao, ciao, arrivederci. Arrivederla ist die Höflichkeitsform. Arrivederci sagt man auf Wiedersehen, auf ein Wiedersehen uns. G heißt nämlich uns. A, auf, Wiedersehen, G, uns. Ciao, ciao. So, okay, dann machen wir Schluss, schließen. Und jetzt wird ja noch weiter aufgenommen. Aus dem Grund muss ich jetzt darauf gehen.